Hallo meine Lieben, hier ist wieder Pedi von Pedis Papart. Wie ihr seht, wollte da auch noch mal jemand mit ins Bild. Die Maus muss mal um die Ecke kommen hier. So. Und zwar möchte ich heute euch noch mal zeigen, die Forever Flowers. Ich habe jetzt nämlich auch die dunklen Rosen, die kennt ihr schon von QVC. Die dunklen Rosen als großes Set jetzt auch im Shop. Genauso wie die Schmuckblüten, die haben wir im Shop. Und diese MDF-Geschichte auch. Auch die Farben, womit man die bemalen kann. Und da möchte ich euch einmal dieses Schild zeigen. Und dann habe ich hier noch einmal euch ein ganz großes Herzchen gezaubert. Kann man auch sehen, ne? Genau. Da habe ich das ganz einfach gemacht. Da habe ich hinten dran, das sieht jetzt noch nicht so schick aus, das werde ich mir noch mal streichen. Da habe ich hinten dran Designpapier geklebt, ganz normales. So ein 30x30 Karton. Nimmt den Kraft bei die Klebestift, also der klebt wirklich alles und gut und fest, das ist gar kein Problem. Da fahrt ihr einmal am Rand lang, klebt euch das auf als erstes, wartet bis es trocken ist, dann schneidet ihr euch das zurecht, so weit eben ab, dass ihr die Blümchen durchstecken könnt, ja? Und dann kann das nachher halt eben so aussehen. Ich habe das MDF diesmal nicht bemalt, zumindest das Herz nicht, weil ich das so auch mal ganz schön finde. Und wie das jetzt genau funktioniert mit den MDF-Rahmen, zeige ich euch gleich. Das ist ganz simpel und einfach. Und der ist nun bunt in dem Sinne von vorne, von hinten auch noch nicht, weil ich den mit den, wo sind sie da, mit den kleinen Glimmer, nein, Schimmer-Paint-Farben, die ihr auch bei mir im Shop findet, gestrichen habe. Also die gehen auch super für diese MDF-Geschichte. Je dunkler der Farbton an sich ist, umso schneller deckt das auch. Also die Farbe habe ich jetzt gerade mal zweimal aufgestrichen. Habt ihr jetzt eine helle, zum Beispiel habe ich hier so eine weiße Unicorn-Sparkel, nennt sich die. Die müsstet ihr wahrscheinlich dreimal oder so auftragen, damit die dann ein bisschen deckt, oder ihr grundiert euch das Weiß vorher. Dann habt ihr so einen schönen, ja, Einhornglitzer denn da drauf. Also die sind neu im Shop da, vorrätig. Und damit könntet ihr jetzt eure MDF-Rahmen auch gestalten. Die MDF-Rahmen sind ja extra für die Forever Flowers gemacht, damit wir jetzt nicht nur, ich sag mal, die Kränze, die Girlanden, Stiele, Vasen, was wir jetzt nicht schon alles haben, dafür benutzen können, sondern eben auch diese MDF-Geschichten. Da habe ich zwei verschiedene im Set. Einmal ein Herz-Set, sage ich jetzt mal. Da ist zum Beispiel auch dieser riesengroße Rahmen dabei. Rahmen nicht, der große Kranz ist dabei. Und im anderen Set haben wir denn so mehr quadratische, rechteckige und dergleichen, also Holzelemente, MDF-Elemente. Und dieses ist da zum Beispiel jetzt auch mit bei, also alles verschiedene Größen. So, und diese Löcher sind dafür eben gemacht, speziell für diese ganzen Forever Flowers, dass ihr dann eure fertigen Blümchen nehmen könnt. Einfach einstöpseln, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so ein bisschen reindrehen und zack ist das fertig. Guckt euch das an. Das hält auch. Na? Dann haben wir nochmal wieder eine andere Deko-Möglichkeit. Nochmal, jetzt mal kein Kranz in dem Sinne, wie wir sie bis jetzt kennen, sondern eben solche Rahmengeschichten, solche Deko machen. Wie gesagt, ich hatte mir bei meinem Designpapier dahinter geklebt, beziehungsweise mein Logo auf Papier ausgedruckt. Und könnte hier jetzt natürlich auch super schön, ja, einen Bilderrahmen draus machen, ein Foto hintermachen. Oder man hängt es eben so an die Wand und an die Tür, ne? Genau, also kommen wir noch mal kurz auf die Rosen zu sprechen. Ich habe das dunkle Rosenset im Shop. Bekommt ihr natürlich selbstverständlich wieder eine Anleitung. Die ist zwar auf Englisch, erklärt sich aber selber auf Deutsch. Und wir haben ja auch schon einige Videos davon gemacht, wie man die zusammensteckt. Falls es da aber Probleme geben sollte, gerne das Video noch mal gucken. Ich zeige euch das jetzt gleich noch mal. In diesem Set ist ein schönes helles Rot, so ein helleres Rot dabei, ein Dunkelrot, ein zauberhaftes Dunkelblau, sage ich jetzt mal, und ein dunkleres Orange,
Und wo ist sie? Genau, die Farbe, ja, was ist das, so ein Burgund? Ganz dunkles Rosa. Das ist natürlich eine von meinen Lieblingsfarben, wie man ja auch an den Herzchenkranz sehen kann. Also die sind jetzt definitiv auch im Shop lieferbar, wie die MDF-Artikel, der Kleber, die Farben. Und genau, hier habe ich dann ja noch diese ganzen Blätter draufgeklebt. Und zwar habe ich mir da einfach, wir haben ja alle schon Stiele und Kränze und da waren ja schon überall Blätter bei. Die sollten wir alle noch zuhauf zu Hause haben. Die habe ich mir einfach auseinandergeschnitten. Also sprich den Aufstecker rausgeschnitten. Die Blätter einzeln aufgeschnitten, so dass ich drei Stück habe. Und dann habe ich geguckt, wo die am besten nach meinem Geschmack sich wiederfinden, wo die harmonieren dann, ne? Die Schmucksteine, könnt ihr die sehen? Die habe ich auch im Shop. Und zwar sind das diese weißen. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Ja, so kann man das einigermaßen sehen. Also die sind richtig erhaben, reliefartig. Und man kann sie natürlich weiß lassen, je nach Geschmack, beziehungsweise sich dann aber auch kolorieren. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, weil ich mich da nochmal ausprobiert hatte mit den Blautönen, weil ich erst mir nicht so sicher war, möchte ich jetzt blaue Herzchen auf meiner neuen Deko haben oder doch lieber rote Herzchen. Habe mich denn für dieses Weinrot entschieden. Gefällt mir nach meinem Geschmack besser, also da jetzt, ne? Aber wie gesagt, da könnt ihr gerne mal gucken. Auch eine Riesenauswahl im Shop an Schmucksteinen, eben auch an besonderen Schmucksteinen, die ihr nicht alle Nase lang an jeder Ecke bekommt. Kolorieren könnt ihr die natürlich ganz normal mit Alkoholstiften. Von Craft Buddy wird es demnächst auch noch welche geben, die Gem Pens. Da haben wir schon eine kleine Auswahl in den Metallzweigen, also nicht in den Set von den Metallzweigen. Und ansonsten könnt ihr da jeden Alkoholpen nehmen, den ihr habt, also jeden Alkoholstift. Auch die von Action gehen ganz gut, die tollen, günstigen. So, wie gesagt, also da können wir eine ganze Menge an Rosen draus machen. Ich mache euch noch mal kurz eine vor. Werkzeug ist ja auch in jedem Set mit dabei. Wir fangen wieder an mit den Pönüppel, sage ich jetzt mal hier, mit den, ja, Blütenstempel. Mit der flachen Seite wieder nach unten. Und dann fangen wir bei den Rosen mit dem Viererblatt an. Nimm eine weiße kleine Kappe, die kennt ihr ja auch schon. Einmal drüber stülpen. Ich ziehe mir das dann immer noch so gerne so ein bisschen gerade, damit das nicht so wellt. So, dann kommen zwei Dreier. Wie gesagt, das ist je nach Blütenblatt und Form und Farbe ist das immer sehr unterschiedlich, habe ich festgestellt. Manchmal sind die sehr fest zusammengepresst. Und manchmal auch ganz leicht, dann kriegt man sie ganz einfach auseinander. Wie gesagt, das komme ich, glaube ich, gleich zu. Noch, wenn sie fester sind, einfach den Finger kurz anfeuchten und dann ordentlich knibbeln zwischen den Fingern. Ihr bekommt da auch nachher ganz schnell ein Gefühl für, wann ihr da noch zwei Blätter in der Hand habt oder wann dann doch tatsächlich schon nur noch eins zwischen den Fingern ist. Wichtig wäre immer noch mal so, dass man sagt, man setzt die Blütenblätter einzeln alle so ein bisschen versetzt auf. Das haben wir euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber damit dann nachher die Form auch schöner hinkommt. Versetzt heißt, ich weiß nicht, kann man das sehen jetzt so ein bisschen? Ja, auf jeden Fall nicht. Bin sofort wieder da. Okay, also versetzt heißt nicht direkt Blatt auf Blatt, sondern immer schräg daneben, da wo die Lücken sind. Ja, dann habt ihr dann nachher nämlich eine viel schönere Form. So, dann kommt die Mittelkappe, also die nächste Kappe, die größere. Wieder schön drüber. So, jetzt haben wir die Dreier und jetzt nehmen wir die Vierer. Guckt. Und die sind nämlich zum Beispiel jetzt hier bei den Weißen denn doch sehr eng zusammengepresst, sehr stramm gepresst. Reißt euch da ein Stück ab, obwohl ich sehe schon, das wird ja auch schon besser. Guck, und das ist schon nur einer. Und das auch. Wie gesagt, ansonsten ruhig knibbeln. So, dann nehmen wir nochmal zwei. Wieder versetzt aufsetzen. Ja, könnt ihr das sehen? Ja, ne? So, dann kommt da ein grünes Blatt noch zwischen. Nicht zwischen, oben drauf. Den auch ruhig so ein bisschen versetzt zum letzten Blatt.
Und dann kommt diese kleine Kappe. Alles fest zusammenstülpen. Pressen. Ausziehen. Und eigentlich schon fast fertig. Und jetzt könnt ihr noch mal die Mitte ruhig ein bisschen fluffen, drehen. Und dann habt ihr schon eine perfekte Hose fertig. Wie gesagt, das sind jetzt die weißen. Die sind natürlich nicht im Set, das stimmt. Es wird aber wohl demnächst irgendwann ein reines weißes Blumenset geben bei QVC. Und zwar mit den Sprühfarben zusammen, die ihr jetzt schon bei mir im Shop bekommen könnt. Ich hatte euch ja schon mal in einem anderen Video erzählt, dass ich darauf warte. Und jetzt sind sie auch endlich da, in ganz vielen verschiedenen Farben. Und damit könnt ihr euch dann eben, wie gesagt, alle weißen Blüten, die ihr habt, einsprühen, einfärben. Aber auch genauso gut schon hellere, ich sag mal gelbliche Blüten, Blumen in der Farbe nochmal übersprühen, die euch denn gefällt. Jetzt habe ich es gerade so ein bisschen geschüttelt, aber ich glaube, so ein bisschen kann man es noch sehen am Boden. Das sind auch alles leicht metallisch glänzende Farben. Also die haben alle so einen leichten Metallic-Schimmer, das Ganze. Und diese nennt sich hier zum Beispiel Misty Morning. Genau, Misty Morning habe ich nun benutzt gehabt für meine blauen, diese hellblauen Rosen. Ja, und je nach Stärke und ich könnte sie jetzt auch nochmal einsprühen, dann werden sie natürlich nach dem Trocknen noch dunkler. So, aber ich fand diesen Farbton nun ganz passend. Nach meinem Geschmack harmoniert der sehr schön zu den dunkelrosanen, burgundfarbenen Rosen, die fertigen. Und auch zum Designpapier. Das ist eben das Schöne. Also wir könnten dann jetzt unsere ganzen Blumen uns selber einsprühen, wie wir möchten. Man kann damit auch auf Papier gehen, also auf alle saugenden Untergründe. Ja, das werde ich euch demnächst nochmal zeigen. Ich werde da nochmal ein bisschen mit Papier rumspielen. Das dann mal ausstanzen, bestempeln und dergleichen. Gut. Rosenanleitung ist dabei. Habe euch nochmal das MDF gezeigt, was man daraus Schönes machen kann. Die Schimmerfarben habe ich euch gezeigt, die schönen Glitzerfarben. Den Klebestift, die Schmucksteine. Wie gesagt, die Rosen sind noch vorrätig. Und ja, bastelt euch auch sonst gerne mal ein Namensschild, druckt euch irgendwas selber aus am PC und dann könnt ihr euch das ja wieder selber selbst gestalten, wie ihr das möchtet halt und wie es euch gefällt und euer Kreativität wieder freien Lauf lassen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen zeigen und erklären und den Sinn der MDF-Rahmen auch mal erklären, so, weil viele fragen sich denn ja doch so, Holz mit Löchern, wofür? Wie gesagt, die sind extra für die Forever Flowers hergestellt worden, damit dann man ja auch sagen kann, gut, ich möchte jetzt keinen Kunststoffrahmen, Kranz beziehungsweise ich möchte eher mit Holz arbeiten. Und ja, so schöne Sachen kann man draus machen. Und falls ihr da Lust zu habt oder schon sogar schon was fertig haben solltet, dann postet das gerne, wie gesagt, auf der Craft Buddy, Bastelfreunde mit Craft Buddy Seite auf Facebook. Und ansonsten sage ich erstmal bis bald und bleibt schön kreativ. Bis dann!